Sawadika, Namaste und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch in diesem ein bisschen mit in mein neues Projekt, nämlich Projekt Balkon, der da ist. Ich möchte dieses Jahr, Frühling, Sommer 2021, Pflanzen. Wow. Naja, wie sagt man, Urban Gardening auf dem Balkon, Balkon Gardening machen. Also ich habe mir Samen für eine Blumenwiese gekauft, für Oregano, für Tomaten, für Zucchini und für Paprika. Ich glaube, das war's. Ja. Und das habe ich noch nie gemacht. In der Waldstadt, wo ich früher gewohnt habe, da haben wir mal Blumen gepflanzt, also für die Bienen, so eine Blumenwiese. Und es hat auch ganz gut geklappt. Aber ansonsten, ich glaube, ein paar Kräuter hatten wir auch. Aber ja, ich bin da nicht so der Pro drin. Aber dieses Jahr bin ich wieder motiviert, das zu machen. Und ja, in dem Video nehme ich euch einfach mit. So, und zwar habe ich mir von Demeter Rankwerk die Saatgutbox gekauft. Bienenbuffet, wie gesagt, da sind Wildblumen drin und Oregano. Und hier nochmal die Sonne Andalusiens Box mit eben Tomate, Zucchini und Paprika. Und noch dazu von Utopia, eine sehr gute Internetseite, kann ich nur empfehlen. Den Saisonkalender, wo man eben sieht, wann was Saison hat. So, und zum Beispiel Bärlauch kommt jetzt im März. Ich glaube, das wissen wir alle. Und ja, bis Mai ist der Saison und das möchte ich auch dann mal sammeln. Das erste Mal in meinem Leben. Habe ich nämlich tatsächlich noch nie. Genau, und was pflanze ich an? Wo bist du? Paprika. Genau, Paprika hat erst im August-Saison. Also keine Ahnung, wann ich das pflanzen muss. Ich würde mal sagen, ich habe noch etwas Zeit. Und was sind wir noch? Tomaten haben auch erst im August, würde ich behaupten. Genau. Und Zucchini. Oh, Zucchini sind schon früher. Die sind schon im Juni. Boah. Jetzt wisst ihr Bescheid. Muss nur noch rausfinden, wann ich sie jetzt einpflanzen muss. Das sind übrigens die Töpfe, die ich dafür verwende. Und die sind alle schon hier gewesen in der WG. Also der, aber egal, sind im Prinzip Secondhand. Und den habe ich mal letztes Jahr gekauft. Und da war mal eine Orchidee drin, die ich aber gekillt habe. Und ja, fragt mich nicht, wie ich sie gekillt habe. Ich habe es einfach vergessen zu gießen. Ja, genau. So sieht's aus, Leute. So sieht das aus, übrigens. Und da ist eine Anleitung dabei. Das ist sehr gut. Ich habe nämlich keine Ahnung. Biodünger? Dünger? So rum. Hier so verpackt, solche Pellets und dann eben Paprika, Zucchini und Tomate. I'm excited! So, hier ist ja die Anleitung und hier steht, dass man diese Kokostabletten, also es besteht aus Kokos, das ist so Erde im Prinzip, muss man mit 100 ml lauwarmem Wasser, aufgießen. Sobald sie aufgequollen sind, kann man dann Saatkörner reinmachen, 1 bis 2. Und genau, dann feucht halten und dann wird es so, quillt es so auf. Und dann kann man sie eintopfen. Genau, bin ich mal sehr gespannt. Und hier steht, ab Mitte Mai kann man sie auf dem Balkon
umziehen lassen. Genau. Also man kann sie in der Wohnung vorziehen und dann ab Mitte Mai auf dem Balkon. Wir haben jetzt März. März, April, Mai. 3 Monate. Let's go! Let's try this! Yay! Und das ist jetzt das Bienenbuffet. Da ist auch so eine Anleitung dabei. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil das einfach... Ja, für Anfänger ist das sehr nice. Und hier sind auch so Seedbombs dabei. Torfreie Bioerde, Lehm- und samenfestes Biostartgut. Und die sehen so aus. Ich glaube, ich muss dazu sagen, dass es keine bezahlte Werbung ist, ne? Also ich habe mir das mit meinem eigenen Geld gekauft. nur mal so als Info. Genau, und dann eben Bienenweide und Oregano. Und was muss ich damit machen? Genau, hier steht dann dran, was für Gefäße empfohlen werden. Wasser, Drainage, Erde, Aussaat. Also sehr schön detailliert beschrieben, sodass es auch eine Jasmin, die keine Ahnung hat, versteht und hoffentlich ja, dann ganz viele Bienen begrüßen darf, die sich dann dort ausruhen und so. Und ja, ich freue mich. Nice, richtig nice. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was diese Seedbombs sind. Und hier könnt ihr es nachlesen. Einfach ja, kurz das Video auf Pause drücken. Und ja, es schützt das Saatgut vor Vögeln und Ameisen und bietet alle wichtigen Nährstoffe, welche die Saat für den Start benötigt. Mhm. Bin ich mal gespannt. Oh. Wie ihr seht, ist auch alles plastikfrei verpackt. Ja, das wollte ich nur mal noch kurz etten. So, nachdem ich mich jetzt hier eingelesen habe, habe ich beschlossen, dass ich den Oregano auf jeden Fall schon hier in Zimmertemperatur anpflanze. Zucchini, Tomate, Paprika auch. Und die dann ja, ab Mai, Mitte Mai, einfach rausstelle auf dem Balkon. Weil ich habe einfach Bock, jetzt was mit den Händen zu machen und in Erde zu, wie sagt man, meine Hände in Erde zu wälzen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Projekt und ja, nehme euch mit und lasst euch teilhaben an meiner Verwirrung, an meinen Fails und an meinen Erfolgen. So sieht das jetzt aus. Ich habe irgendwie Angst, dass die zu klein sind, die Gefäße. Aber let's try it. Schaut mal, Leute, da wächst schon was. Ist circa jetzt eine Woche her, dass ich die eingepflanzt habe, die Samen. Und ich habe sie jetzt hier ans Fenster gestellt. Genau, damit sie genug Licht bekommen. Und ich gieße sie jeden Tag. Und wenn dann, ja, wenn sie dann so rauskommen, also ihre Wurzeln, dann pflanze ich die richtig ein. Genau, so steht's in meiner Anleitung. Außerdem war ich heute beim DM und habe mir hier dieses Bio-Saatgut gekauft. Essbare Blüten, Kapuzinerkresse, Ringelblume, Kornblume, Drachenkopf, Cosmea. Genau, sieht vielversprechend aus. Auch März bis Juni mit Anleitung. Andere Seite. Hier. Also da ist eine, hallo? Fokus? 5 Anleitungen zum Säen, Pflegen, Ernten und Gärtnertipps. Genau, und eben die 5 Tütchen mit den Blumen. Und hier habe ich noch Sonnenblumen mir geholt. Die, ja, will ich auch dann im Frühling, Sommer, wahrscheinlich eher im Sommer. Wo ist jetzt hier? Hallo? Mai, Juni. Einpflanzen und dann Ernte, Juli. Genau, bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Zuletzt will ich euch noch die 2 Bücher hier zeigen. Das Wesen der Dinge und der Liebe und Alexander von Humboldt.
Die zwei Bücher haben mich dieses Jahr übelst einfach angefixt, endlich meinen eigenen Urban Garden zu machen. Wollte ich schon immer mal haben, aber ja, jetzt ist es soweit. Kann auf jeden Fall die zwei Bücher sehr, sehr empfehlen. Wie man sieht, geht es hier auch um Botanik. Ist halt ein Roman. Hier die Alma Whitaker hat dem Leben den Pflanzen verschrieben und ist nach einer wahren Begebenheit bzw. nach einer wahren Person. Ja, und naja, Alexander von Humboldt kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Ich hoffe es jedenfalls. Sehr, sehr cooler Mann, der ja vieles geleistet hat im Leben. Naturwissenschaftler und finde ich beide Bücher sehr, sehr gut, inspirierend und angenehm zu lesen. Angefixt von den Büchern habe ich mir Anfang des Monats diese zwei Bilder, oder halt Poster sind das genau, bestellt. Ist jetzt leider vom Licht ein bisschen schwierig zu filmen. Aber ja, ihr seht, genau, voll schön einfach. Und ja, das ist so in diesem 18. Jahrhundert-Stil, würde ich doch mal behaupten. 18. bis 19. Jahrhundert, whatever. Und die hänge ich jetzt hier an die Wand im Wohnzimmer und erfreue mich an ihnen. Genau, und ich würde sagen, das war's erstmal mit meinem ersten Video über Pflanzen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Video nennen soll. Aber ja, ich werde versuchen, halt so eine kleine Reihe draus zu machen und ja, zu dokumentieren, wie meine Pflanzen wachsen. Meine Zucchini, Paprika, Blumen und was habe ich noch gepflanzt? Oregano. Genau, eine Blumenwiese kommt ja dann auch irgendwann auf dem Balkon, aber erst im Mai. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid auch so Pflanzenfreunde wie ich. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, immer her damit in die Kommentare oder schreibt mir so. Ich freue mich ganz, ganz doll, wenn ihr, ja, wenn wir uns gegenseitig helfen, sagen wir es so. Denn wenn ihr einen Kommentar schreibt, dann hilft es ja nicht nur mir, sondern auch anderen, die das lesen, logischerweise. Und vielleicht auch ein Balkon, Garten, Urban, Gardening, whatever, betreiben wollen oder machen wollen. Ja. Fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Plant Friends.